Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja, Ramadan steht vor der Tür und es ist bald wieder Ramadan-Zeit. Das ist ja echt der Wahnsinn. Und ja, es folgen in nächster Zeit ein paar Ramadan-spezifische Gebäckrezepte. Und ihr wisst ja, vor Ramadan wird hier mal ganz schön fleißig vorbereitet und gebacken und hast nicht gesehen. Und dann dachte ich mir, ich zeige euch mal ein paar neue Gebäckrezepte, die wir persönlich an Ramadan immer zubereiten. Also das ist so neben Gebäck hier ein Must-Have. Und zwar fangen wir heute mit einem sehr leckeren Gebäck an. Und zwar mache ich heute El Brewat. Nicht so ganz typisch traditionell, wie ihr das sonst kennt, mit der Mandelfüllung, sondern mit einem leckeren Nussmix. Das sind wirklich nur die besten Nusszutaten, die es gibt. Und vor allem sehr gesund, sehr nährhaft und sättigend. Und ja, das gibt es bei uns seit 5 Jahren, jedes Jahr, dem Schibakir immer auf den Ramadan-Tisch. Ja, hier seht ihr auch direkt die Zutaten. Ich habe hier Nüsse meiner Wahl. Ich habe hier Mandeln, Pistazien, Pinienkerne, Walnüsse. Ihr könnt aber auch Nüsse eurer Wahl nehmen, also vor allem die ihr mögt. Meine Mutter macht beispielsweise immer sehr gerne Haselnüsse mit rein. Ich habe eine Haselnussallergie, deswegen bleibt es bei mir immer aus. Aber ihr könnt beispielsweise Walnüsse gegen Haselnüsse ersetzen oder halt das, was ihr bevorzugt. Also da seid ihr echt frei. Und außerdem habe ich hier geschmolzene Butter, etwas Puderzucker und hier habe ich Gummi Arabicum. Ihr wisst ja, Gummi Arabicum wird ja sehr oft in der marokkanischen Patisserie verwendet. Es dient lediglich als Bindemittel, es ist also ein rein pflanzliches Bindemittel, 100% pflanzlich und wird quasi aus dem Saft von beispielsweise Akazienbäumen gewonnen, wird getrocknet und dann entweder zu Pulver zermahlen oder man bekommt es auch als Stückchen. Und last but not least, Zimt. Ihr könnt stattdessen, wenn ihr jetzt nicht so der Zimtfreund seid, auch Vanille nehmen. Ja, das sind hier die Zutaten und natürlich, was natürlich nicht fehlen darf, ist Lwarqa. Also ihr wisst ja, diejenigen, die mir schon länger folgen und mir länger zuschauen, ihr wisst, dass ich immer den Filoteig aus dem Asia Store, das ist der eckige, den man in einem Tiefkühlfach findet, den nehme ich sehr gerne, weil der marokkanische Lwarqa am nächsten ist. Also ich nehme da jetzt ungern den Filoteig, den man beispielsweise für Baklava nimmt. Nehme auch ganz viele, keine Frage. Mir persönlich ist das zu trocken. Deswegen greife ich immer sehr gerne zu dem asiatischen Filoteig. Und ja, das sind hier die Zutaten und los geht's. Damit die Füllung natürlich auch schmeckt, röste ich zuallererst die Nüsse. Die kommen jetzt alle auf einmal in eine Pfanne. Die Mandeln ruhig mit Schale. Und werden jetzt bei mittlerer Hitze schön rundum angeröstet. Leute, kennt ihr das? Wenn ihr in Marokko auf dem Souk seid und an einer Rösterei vorbeigeht und euch dieser Geruch, dieser schöne Duft direkt in eure Nase zieht, oh, das riecht so geil. So riecht das. Einfach nur Hammer. Und es riecht übrigens nach Ramadan, nach einer schönen Rösterei. Ja. Also, ich habe, nachdem ich die Nüsse angeröstet habe, schön abkühlen lassen und jetzt werden die grob in einem Mixer gehackt, aber wirklich ganz grob. Ich will keine feine Masse haben, sondern wirklich grob, sodass wir noch so beim Essen noch so einen schönen Crunch haben. Deswegen werden die jetzt einmal zunächst komplett grob gehackt und dann gehen wir zum nächsten Schritt rüber. So, die Nüsse sind zerhackt. Mein Powermixer hat die leider so ein bisschen zerfetzt. Also ich habe mir das ein bisschen noch gröber vorgestellt, aber überhaupt nicht schlimm. So kann ich auch arbeiten. Jetzt mische ich noch die restlichen Zutaten hier einmal unter mit der Butter. Ruhig vorsichtig sein. Ich schreibe euch nochmal die ganz genauen Mengenangaben wie immer in der Infobox. Und werde euch auch übrigens, falls die eine oder andere Frage auftaucht, woher ich das Gummi-Arabicum schon in Pulverform habe, das verlinke ich euch auch nochmal in der Infobox. So,
Ich fange zuallererst mit dem Puderzucker. Gibt es hier zu den Nüssen. Muss aber gar nicht gesiebt sein. Zimt. Prise Salz. Misch das erstmal. Jetzt gebe ich das Gummi Arabicum hinein. Und zum Schluss gebe ich die geschmolzene Butter. Peu à peu. Ich drücke die Masse immer so zwischendurch mal feste zusammen, um zu gucken, ob die sich auch formen lässt. Solange es nicht der Fall ist, gebe ich immer Schritt für Schritt die Butter hinzu. Aber bei euch müsste es so der Fall sein, dass ihr die genauen Mengenangaben bekommt. Von daher müsst ihr da jetzt nicht so großartig drauf achten. Und ja, das sieht schon gut aus. Ja, so lasse ich es durch. Zugedeckt lasse ich jetzt die Füllung noch für circa eine halbe Stunde ziehen, ruhig bei Zimmertemperatur, und in der Zwischenzeit schneide ich mir die Blätter zurecht. Ich habe hier meinen Filoteig in 6 cm breite Spalten geschnitten. Und was ihr auch nur beachten müsst während der Verarbeitung ist, dass ihr den Teig, ganz wichtig, feucht halten müsst. Also wenn ihr den einfach lufttrocken hier so liegen lässt, dann trocknet der euch aus und dann bricht er jedes Mal bei der Verarbeitung. Das ist nicht gut. Deswegen wickele ich den immer in so einem feuchten Küchentuch ein und nehme wirklich nur das, was ich für die Verarbeitung halt benötige. In der Regel lege ich mir immer so 4-5 Streifen zurecht und den Rest, den wickle ich wieder in ein Küchentuch ein und schön luftdicht verpacken oder in Frischhaltefolie oder was auch immer. Hauptsache nicht lufttrocken rumliegen lassen. Und ja, stell den beiseite und fange dann halt mit der Verarbeitung an. Ich nehme immer aus der Füllmasse so circa 20 Gramm schwere Portionchen, lege die dann immer hier auf das eine Ende und klappe hier die beiden Enden. Es muss jetzt aber nicht hier in der Mitte rumliegen, sondern relativ am Ende. Dann falte ich hier die Enden zusammen und gleichzeitig forme ich hier schon mal aus der Füllmasse so ein leichtes Dreieck. Dann ist es beim Formen später einfacher. Und dann schlage ich das eine Ende wieder dahin und dann immer so weiter. Tack, tack. Das ist eigentlich super einfach. Dann das eine Ende mit dem Mehl-Wasser-Gemisch bepinseln und einfach hier in die Tasche reinstecken. Et voilà. Das war's. So, ich zeige euch das nochmal. Also, über die Füllung klappen, dann nach rechts einschlagen, jetzt ein bisschen zusammendrücken und daraus gleichzeitig ein Dreieck formen. So, und von rechts nach links einschlagen und immer so, nicht wundern, ist es jetzt hier, seht ihr das? Das ist jetzt nicht schlimm. Fahren wir einfach sofort. Ihr könnt das aber auch so zusammenklappen. Da dieses Video lange vorgedreht worden ist, werde ich einen Teil der Brewats bis Ramadan schon mal einfrieren. Da lege ich sie immer schön nebeneinander in eine Tüte aus und vakuumiere sie, um sie so direkt einzufrieren. Und wenn es dann soweit ist, schmeiße ich sie einfach in einen Frittiertopf, so wie sie sind, also ruhig eingefroren. Man braucht sie nämlich vorher gar nicht erst auftauen zu lassen.
Und die kommen jetzt ins heiße Ölbad und werden dort schön goldbraun ausgebacken. Nach dem Baden kommen sie jetzt noch ins warme Honigbad und werden jetzt dort für ca. 3 bis 5 Minuten eingelegt, bis sie diesen Honig komplett einziehen.